Ja, ihr Lieben, ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch dann mal zeige, wie dann unser Ferienhäuschen so ist. Wir sind heute gerade rausgekommen und wie ihr seht, sieht es hier katastrophal aus. Hier hat richtig der Sturm gewütet. Ich meine, es sieht hier jedes Jahr schlimm aus, wenn man im Frühling die ersten Male wieder rauskommt. Aber hier sieht es heute wirklich richtig übel aus. Und auch auf der Terrasse, der Wind hat mir alles runtergefegt. Der hat mir meine Sachen durcheinander geschmissen. Der hat meine Glasdeko kaputt gemacht, die Spinnen haben hier gewütet, alles voll mit Pollen. Und ich habe jetzt hier an der Wand schon mal angefangen und habe da schon mal ein bisschen sauber gemacht. Aber es sieht immer noch sehr, sehr schlimm aus. Und das Schlimme ist, wir müssen das Dach oben auch leer machen. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Musik hier angemacht, damit es hier ein bisschen erträglich ist. Ich mache mal das Licht kurz an, dass ihr hier mal seht. So ein bisschen, ja, das ist so quasi unser Vorraum. Hier haben wir Kühlschrank, Mikrowelle, Musik, ja, leere Getränkedinger, wie das so ist im Urlaub. Ne? Dann haben wir hier ein Badezimmer, was auch noch katastrophal aussieht. Also ihr seht, ich muss hier auf jeden Fall jetzt erstmal dringend putzen. Ja, ihr habt mich gerade im Spiegel gesehen mit meiner tollen, tollen Kopflampe. Hier oben haben wir dann quasi Küche und Wohnzimmer, also Wohnbereich, da haben wir dann unseren Fernseher und hier auch noch mal so ein bisschen Küchendings, ganz wichtig, der Reiskocher. Ja, mein Hund, der mich wieder abnervt. Ja, hier drin geht es noch einigermaßen. Hier haben wir Geschirr drin, das ist jetzt kein Schrank oder so, das ist einfach nur so Geschirr. Da oben Gläser und Tassen und hier haben wir so einen Abstell- und Vorratsraum. Da kann man auch Licht anmachen, dass ihr mal was seht. Ja, hier sieht es auch wirklich katastrophal aus. Hier muss ich dringend aussortieren und aufräumen. Das ist ja alles noch vom letzten Jahr. Und hier ist dann unser Schlafzimmer. Auch hier mit Fernseher mit integrierten DVD, weil ich sonst nämlich nicht schlafen kann. Ja, und wie gesagt, hier Schlafzimmer, wo wir dann nächtigen nachher irgendwann. Wir waren schon drüben bei den Nachbarn, haben erstmal gegrillt. Ja, und jetzt geht es hier los und ich mache jetzt überall schön wieder das Licht aus, wegen den ollen Mücken. Ja, und jetzt werde ich gleich die Musik schön laut drehen und dann werde ich putzen. Ja. Ja, ist ein Boot, das haben wir noch von Nachbarn geschenkt gekriegt. Das muss ich auch noch in einen unserer Hütten verstauen. Wir haben zwei von diesen Dingern und in eins davon kommt das rein. Und ja, wie ihr seht, es ist schon, fängt schon an dunkel zu werden. Ich habe noch richtig Arbeit vor mir. Wenn ihr das hier draußen alles mal seht, sieht wirklich schlimm aus. Okay, ihr Lieben, dann war es das erstmal mit meiner Rundführung. Ich werde noch mal eine machen, wenn es sauber ist. So, ihr Lieben, ja. Wir haben hier draußen jetzt das alles wieder ein bisschen frei bekommen. Hier auch ein bisschen noch was verändert. Das Dach ist endlich wieder sauber. Und der Boden sieht wieder einigermaßen vernünftig aus. Ja. Ja, das Wochenende geht heute auch schon wieder zu Ende. Fahren wir schon wieder nach Hause. Und da drüben geht es schon zu den Nachbarn. Die haben hier auch ein bisschen was gemacht und ja, ich hoffe, ihr könnt mich hier einigermaßen hören. Alles ein bisschen leise. Jetzt hier mal rum, haben wir unser Gas drin, da haben wir so eine Hütte, wo wir was verstauen, da ist unser Werkzeug drin. Ja, und hier sind wir dann schon auf der anderen Seite. Hier ist unser Wasser. Da ist ein Zaun, der noch angebaut werden muss. Ja, und da sind wir auch schon wieder vorne. Ja, wie gesagt, jetzt sieht es hier einigermaßen vernünftig aus. Das hier ist tatsächlich nur von diesen, also ja, von diesen drei Tagen quasi, wo wir jetzt hier sind. Das habe ich heute nochmal zusammengehakt. Muss ich auch schon wieder wegbringen. Den Rasen habe ich auch noch nicht gemäht. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber ansonsten haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Ja, da ist auch, ja, sieht noch nicht perfekt aus, aber wir haben ja jetzt auch drei Tage hier ja, gewohnt und dann
liegt auch schon mal was rum. Ne? Ich gucke gerade mal drin, ob das ein bisschen klappt von dem Licht her. Ich habe heute auch meine andere Kamera. Also ich habe heute filme ich mal mit dem Handy, weil ich habe meine Kamera nämlich zu Hause vergessen. Und da das vom Licht her sowieso nicht so toll war, hier haben wir jetzt auch was Neues angebracht, damit die Mücken hier nicht so reinfliegen, dass man abends auch mal auflassen kann. Ja, mit dem Handy klappt das viel besser vom Licht her. So, hier sieht es auch nicht mehr ganz so katastrophal aus. Wir haben eine neue Waschmaschine. Habe ich auch schon fleißig mit gewaschen die Tage. Das funktioniert auch ganz gut. Unser Boiler ist auch wieder heile. Wird zwar immer noch nicht so heiß, wie wir gerne hätten, aber man kann schon wieder duschen. Ja, und hier stimmt leider mit dem Abfluss was noch nicht so ganz. Da müssen wir nochmal gucken. Das Waschbecken schafft das immer nicht, die Masse vom Dings wegzumachen. Ja, da oben sieht es theoretisch noch genauso aus wie beim letzten Mal. Ja, da hat sich nicht so viel verändert. Genau. So, diesmal habe ich meinen Thermi mitgenommen, weil ich keine Lust hatte, alles selber zu schnibbeln. Ja, unser Backofen wurde auch noch gemacht. Der funktionierte nämlich auch nicht so gut. Der ist jetzt aber auch wieder in Ordnung. Ja, und jetzt kann man sich hier wieder einigermaßen wohlfühlen. Ja, mein Mann liegt gerade noch im Schlafzimmer, deswegen habe ich da jetzt mal nicht gefilmt. Genau. Und da hat sich auch sowieso nichts verändert. Also, ja, ihr Lieben, da hattet ihr mal einen kleinen Einblick hier in unser kleines Feriendomizil. Ja, und wie gesagt, jetzt, wo das Wetter schön ist, werden wir auch öfter hier sein. Von daher werdet ihr das hier vielleicht öfter mal sehen. Ja, ihr Süßen, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt bald anfangen, alles aufzuräumen und einzupacken. Und dann geht es wieder nach Hause. Macht's gut. Tschüss.